Gut, wir beweisen mal das Distributivgesetz. Und zwar nehmen wir erstmal nur linksdistributiv in den Blick. Das andere kriegen wir dann über das Kommutativgesetz der Multiplikation. Alles Zukunftsmusik. Jetzt gucken wir uns erstmal hier das Distributivgesetz an. Der folgenden Form: Für alle x, y, z aus den natürlichen Zahlen gilt, x mal in Klammern y plus z ist gleich x mal y plus x mal z. Das müssen wir beweisen, ne? Ja, und da müssen wir mit vollständiger Induktion ran. Und die erste Frage bei sowas lautet immer, über welche Variable? Jetzt haben wir hier sogar drei Variablen gegeben, x, y und z. Jetzt müssen wir uns für eine von den dreien entscheiden, ne? Und wir haben ja bislang immer ganz gut Glück gehabt, wenn wir die Variable rechts genommen haben. Und jetzt nehmen wir mal die, die am weitesten rechts steht, nämlich z, machen da mal Induktion drüber, ne? Nebenbei bemerkt, natürlich, ich weiß jetzt, dass man es über z macht, ja. Es kann auch sein, dass ihr es erstmal über x oder y probiert habt und das hat vielleicht nicht funktioniert und dann muss man es über eine andere Variable probieren, ne? Also ich stelle jetzt nicht die kompletten Versuche dar, die kompletten Fehlversuche, die man machen kann. Natürlich ist das Ganze ein Prozess, in dem man ausprobiert und in die Irre läuft und dann nochmal was anderes macht und so weiter, bis man an den Punkt kommt, wo man sagt, ah, jetzt habe ich es gefunden, ne? Und jetzt stelle ich euch mal kurz dar, wie, wenn man die zentrale Idee hat, wie man es dann vorgeht hier mit vollständiger Induktion über Z. Also, was müssen wir zuerst machen? Ist klar, den Induktionsanfang. So, und zwar setzen wir mal Z gleich 0. Das heißt, zu zeigen, müssen wir überall dort, wo Z steht, 0 einsetzen, ne? X mal Y plus 0 ist das gleiche wie x mal y plus x mal 0. Okay. Ja, kriegen wir das hin? Wahrscheinlich gar nicht so schwer. X mal y plus 0. Was können wir da machen? Klar, y plus 0 ist gleich y. Ne? Das wissen wir mit was? Das wissen wir mit add 1. Haben wir da angewendet. Add 1. Ja, das ist doch das gleiche wie x mal y plus 0, mal auch mit add 1. Dann können wir hier rechts nämlich schön die 0 ersetzen durch x mal 0. Ne? Weil 0 ist dasselbe wie x mal 0, das wissen wir mit mult 1. So. Wenn man jetzt hier nicht direkt auf die Idee kommt, dass man hier 0 addiert, ne, dann kann man auch von hinten vorgehen. Ne? Man kann auch da hinten hinschreiben und sagen, okay, x mal 0, was ist denn das? Das ist 0. Dann kann man sich von links und rechts, also von dieser Richtung und diese Richtung, in die Mitte arbeiten. Und dann am Ende steht dann das da, was jetzt hier steht. Das haben wir schon ein paar Mal gezeigt. Ne? So, Induktionsanfang haben wir geschafft. Super. Jetzt machen wir einen Induktionsschritt. Induktionsschritt. Schreiben wir erstmal die Induktionsannahme hin. Also, wir gehen mal davon aus, für irgendein beliebiges k gilt x mal y plus k ist dasselbe wie x mal y plus x mal k. So, und dann ist zu zeigen, dass das auch für den Nachfolger von k gilt. X mal y plus k' ist gleich x mal y plus x mal k'. Okay. So. Jetzt fangen wir mal an. Ne? Gucken wir mal. X mal y plus k'. So. Geschickterweise haben wir ja hier jetzt über die Variable ganz rechts Induktion gemacht. Das heißt, wir können jetzt irgendeine unserer Lieblingsdefinitionen anwenden. Nehmen wir doch mal die für die Addition. Ne? Das ist x mal y plus k Strich. Ne? X plus y k, x plus der Nachfolger von k ist gleich x plus k und davon der Nachfolger. Das war was gewesen? Add 2. So. Wir haben jetzt folgendes Problem. Wir müssen jetzt ja irgendwie dahin kommen, dass wir das hier haben, ne? Ich mach's mal hier irgendwie rot.
das da müssen wir irgendwie erzeugen, damit wir die Induktionsannahme einsetzen können. Das haben wir aber noch nicht da stehen. Aber vielleicht kriegen wir das hin. Wir haben hier jetzt gerade eine Multiplikation und jetzt haben wir... das ist eine gute Idee, pass mal auf. Wir haben hier die Multiplikation und wir haben ja hier rechts auch die Multiplikation mit dem Nachfolger von etwas, nämlich dem Nachfolger von y plus k. Dann können wir ja Mult 2 verwenden, ne? Das ist nämlich x mal y plus k plus, muss man aufpassen, plus x nach Mult 2. Das war jetzt geschickt, ne? Schaut mal her. Wir haben erstmal dadurch, dass wir hier rechts das K-Strichchen haben, mit add 2 die Nachfolgeoperation nach draußen gezogen und haben jetzt hier einen Term stehen, der genauso aussieht von der Struktur her wie der linke Term bei Mult 2. Und deswegen konnte man das hier rechts einsetzen. Und jetzt haben wir ja glücklicherweise hier, schaut mal, jetzt haben wir hier genau das, was wir haben wollten. Und jetzt können wir die Induktionsannahme einsetzen. Na, machen wir doch gleich mal. Das ist also dasselbe wie x mal y plus x mal k plus x. Also wir haben jetzt hier x mal y plus k ersetzt durch x mal y plus x mal k und das plus x muss ich natürlich hinten noch weiter mitführen. Ja, wo müssen wir hin? Jetzt gucken wir doch mal lieber von hinten, weil sonst kommen wir da, wissen wir nicht genau, wo wir hin müssen. Ne? Also hinten müssen wir wo rauskommen? Wir müssen hinten rauskommen bei x mal y plus x mal k Strich. So. Jetzt vergleichen wir mal. Das sieht doch schon relativ ähnlich aus. Hier haben wir x mal y, da haben wir x mal y. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch das hier überführen in das da. Ja. Oh, wir sollten vielleicht, wenn wir streng vorgehen, haben wir vielleicht noch eine Kleinigkeit vergessen. Wir sind schon dicht dran, ne? Aber mir fällt gerade auf, eigentlich haben wir hier noch eine... Hilfe, nehme ich nicht. Wollte eigentlich schwarz nehmen. Eigentlich haben wir hier ja noch eine Klammer drumherum stehen, ne? Weil wir den linken Ausdruck, der jetzt gerade rot umkringelt ist, den umgeformt haben. Wir müssen jetzt nach da unten kommen. Das heißt, das Ziel ist jetzt natürlich, hier x plus k mal x zu überführen in x mal k Strich. Das ist ja letztlich die Anwendung von Mult 2. Bevor wir das machen können, müssen wir aber streng genommen erstmal das assoziativ gesetzte Addition anwenden. Ne? Dass wir hier umklammern können. So, da haben wir jetzt asad angewendet. Asad. So, und jetzt können wir hier schön anwenden. Mult 2, ne, x mal k plus x ist dasselbe wie x mal k Strich. Fertig.